Hallo liebe Menschheit, Alex oder Spacey mal wieder hier. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Spot, denn ich habe hier in der Nähe von dieser Baustelle was entdeckt, was mir gut gefällt. Und ich hoffe man kann es erkennen, meinen neuen Druckbär Ultralight 3 im Gepäck, den ich heute jetzt das erste Mal ausprobieren möchte. Ich bin eben mal kurz im Garten Test gehaffert und das Ding war geil. Also ich bin jetzt schon von Ultralight überzeugt. Und ja, als nächstes kommt dann das DWR von jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, worum es sich handelt, ist diese Wiese hier. Man kann es vielleicht hinten erkennen, da ist so eine kleine Baumreihe. Ja, ich werde hier mal kurz über den Zaun klettern und dann geht's auch schon los. So, das waren die ersten Zirkus mit dem Ultralight 3. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon todesüberzeugt. Also wenn ihr euch einen neuen Kopter bauen wollt oder Lust drauf habt, baut euch einen Ultralight 3 von Druckbär. Ich bin noch nie sowas Geiles geflogen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich meine Linse war leider nicht ganz im Fokus. Muss ich nochmal dran rumschrauben für nächstes Mal. Aber oh, ich bin sowas von überzeugt. Also geil, baut euch einen Ultralight Racer 3. So, damit würde ich das Video auch dann schon beenden eigentlich. Ohne jetzt zu übertreiben, würde ich sagen, dass das der erfolgreichste FPV-Flugtag in meinem FPV-Leben war bis jetzt. Ich bin super zufrieden mit den Stockpits, flog sich super geil. Also so einen schönen geflogenen Copter hatte ich noch nie. Und ihr habt das bestimmt im DVR gesehen, wie leichtfüßig dieser Copter ist. Ich habe kein einziges Mal vollen Schub gegeben. Ich glaube, das Höchste, was ich war 65%. Und dann die Leistung dafür, top. Jetzt noch eine HD-Cam an Bord, also eine GoPro würde den Schub wahrscheinlich bei den 1407er Motoren kaputt machen. Aber eine Split Mini, wenn die reinpassen würde, was sie nicht tut, wenn man das irgendwie in Zukunft hinbekommt, ey, das ist die Zukunft, ich sag's euch Leute. Keine schweren Copter mehr, nur noch Ultralight. Naja, wie auch immer, danke fürs Zuschauen wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like oder einen netten Kommentar da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.